Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Umkirch am Bahnhof und hier haben wir ja ein schönes Depot hingestellt. Das heißt, jetzt ist Zugkaufenzeit. Wir schlagen zu. Mal gucken, was haben wir denn alles Schönes, Neues? Mal gucken bei den Triebwagen. Moment. Ja. Oh, okay. Raab.de, Raab.de, die Mirage. 125. Das wäre doch eigentlich schon mal was. Zwei, drei Stück von dem. Wir haben auch noch neue Lokomotiven, ganz klar. Ja, die Qual der Wahl. Okay, das ist eher was für weitere Strecken. 200 km/h würde ich sagen. Ja, wisst ihr was, dann haben wir die. Dann nehmen wir doch mal von denen einmal, zweimal, dreimal. 75 Meter. Da könnte man doch eigentlich sogar eine Doppeltraktion draus machen. Das heißt, wir brauchen hier aber nochmal welche. Züge kaufen, nochmal einmal hier rauf und vielleicht ein in Einfachtraktion, also Einfachtraktion, als Einzelstück fahren lassen. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung. Gut, Linie haben wir. Das ist von Kalletal nach Umkirch. Strom müssten wir haben, das heißt, das funktioniert hier auch schon bestens. Hart weg und gucken. Ja, sehr schön. Halt die alte Version. Wir haben ja auch... Gott, was haben wir denn? Ich muss das halt nochmal haben. Wir haben 1968. Oh, Mai 1968. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Aber das ist ein... Das war ein guter Monat, 1968. So, ich würde sagen, da fahren wir natürlich noch mit. Keine Frage. Jetzt lassen wir die aber alle erstmal raus. Jetzt haben sie eine ordentliche Länge, aber wir haben auch eigentlich so gebaut, dass wir eine ordentliche Länge haben. Wir steigen gleich mal ein. So, dann haben wir den ersten Teil der Strecke haben wir dann eigentlich schon mal in die Richtung. Aber da es ja dreimal der gleiche Zug ist, macht das nicht viel Sinn, wenn wir jetzt vor dem Depot sitzen und da ein bisschen gucken, was rausfährt. Das sind dann immer die gleichen. Einmal halt doppelt so lang oder zweimal doppelt so lang wie der letzte. So, wir kommen Bahnhof Umkirch. Schon cool. Brücken haben halt schon auch was. Viele Brücken auf einem Fleck oder an einem Fleck. Das ist schon auch sehr cool. Ah, da fährt gerade einer raus. Sieht richtig geschäftig aus hier, obwohl wir, ja, wir haben glaube ich zwei Linien erst. Aber das wird natürlich auch noch ausgebaut. Da stehen Leute, aber die stehen glaube ich nicht, die wollen glaube ich nicht mit uns mit. Das kann fast nicht sein. Ist ja eine ganz neue Strecke. Wir gucken natürlich mal. Die Türen gehen auf, sie gehen wieder zu und eingestiegen ist keiner. So, ab geht's nach Kalletal. Eben, wäre auch ein bisschen komisch, wenn das schon mit Leuten funktionieren würde. Die Linien müssen immer erst ein bisschen anlaufen. Und eigentlich müsste uns jetzt ja schon der erste Kollege dann entgegenkommen. Ja, da ist er ja schon. Auch in Doppeltraktion. Sehr schön. Und der letzte im Bunde da oben. Und was die Kapazität angeht, da müssen wir dann nachher gucken. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr drauf geachtet, was die für ein Fassungsvermögen haben. Da schauen wir nachher gleich mal noch kurz. Riesig wird die kaum sein. Deswegen müssen wir das dann ein bisschen im Auge behalten. Nicht, dass uns hier die Leute, ja, dass sich die Leute die Füße in den Bauch stehen vor lauter Warten. Hallöchen. Finde ich cool mit dem Depot da hinten. Gefällt mir sehr gut. Mitten in der Stadt drin. Das müssen wir, ja, das müssen wir mal gucken, ob wir das nicht noch mal irgendwo sonst machen können. Wir haben ja noch ein paar Städte, die nicht am Netz sind. Apropos, deswegen, wir werden jetzt, wenn wir das hier, wenn wir das hinter uns haben, das klingt so, als wäre es irgendwie anstrengend. Nein, wenn wir das fertig, ja, fertig beaugäpfelt haben, das ist ja noch blöder. Wie sagt man dem denn? Wenn die Strecke zu Ende ist, sagen wir es doch so. Dann gehen wir mal zurück nach Hamburg. Erstens, weil ich da die Brücke und Co. noch mal kurz sehen möchte, einfach um sie wieder mal zu sehen. Und weil da eben auch der Bahnhof natürlich, der ist so groß. Und wir haben da ja drei, vier Linien besetzt. Da müssen dringend weitere Linien her, damit dieser Bahnhof da auch ein bisschen in die Gänge kommt. Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir wieder zurück nach hier oben. Dann würde ich sagen, wir erschließen noch mal zwei, drei Städte. Und ja, noch als weitere Zukunftsaussicht eben dann ganz klar
dass wir gucken wegen den anderen Gütern, Werkzeuge und Co., die wir da noch brauchen. So, jetzt geht's hier rüber, da kommt schon der andere Zug, das heißt, einer muss warten. Mal schauen, ob wir das sind. Mal gucken. So, aber geht ja perfekt hier mit der Strecke, dass wir da die Güterzuggleise auch noch mitnehmen. Da ist noch nicht so viel Verkehr. Das passt bestens. 125. Ja, Maximaltempo von dem Zug. Jetzt geht es ja unter der Brücke durch. Und dann hinten müsste es dann auf die Brücke raufgehen. Da oben ist eh gerade ein Zug. Das heißt, der ist ein bisschen schneller wie wir. Oder war das ein Lastwagen? Ich und meine krumme Optik. Boah, das war aber jetzt auch ein schöner Sound. Wenn man unter der Brücke ist, dann klingt es tatsächlich so, wie das klingt. Wenn man eben unter einer Brücke fährt und oben fahren schwere Fahrzeuge rüber. Das sind so die kleinen Details, die immer wieder sehr nett sind. So, ja, von dem angesprochenen Zug sehe ich überhaupt nichts. Jetzt hat man gerade einen kleinen Hänger. Da auf die Brücke und dann sind wir eh schon da. Hier haben wir noch Industrie rechts. Sehr schön, das heißt, da können wir uns dann mal ansehen, was die produzieren und eben, dass wir die Städte mal noch mit mehr beliefern als nur mit den Lebensmitteln. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber nee, der nächste Schritt ist Hamburg. Werden wir gleich mal angehen. Coole Strecke, gefällt mir soweit. Vor allem eben, dass wir da natürlich auch noch die Gleise der Güterzüge mitnehmen konnten, sozusagen mit integrieren. So, schauen wir mal, wie der hier reinfährt. Ja, ist schon cool, so ein gebogener Bahnhof. Klasse. Und der Sound ist auch sehr nett, gefällt mir sehr gut. Cool, finde ich einen der, ja, sagen wir mal, attraktivsten Bahnhöfe bis jetzt, die wir gebaut haben. Liegt wahrscheinlich schon auch am Krummen, es liegt aber auch an den Brücken irgendwie, an der Zufahrt zu diesem Bahnhof. Gefällt mir gut, okay. Ui, hier haben wir, okay. Da müssen wir doch noch schnell gucken. Lebensmittel Wolfsburg, okay, da haben wir ihren Hänger. Da passt was nicht. Ich brauche die Linie Lebensmittel Homburg. Wolfsburg, Homburg. Der fährt zwar. Moment, nochmal gucken. Homburg, wie komme ich denn auf Homburg? Lebensmittel Wolfsburg. Der fährt zwar, aber also entweder haben wir hier so eine Überproduktion für Wolfsburg oder der stand mal eine Weile. Wir gucken mal. Wolfsburg ist hier unten. Was haben die für einen Bedarf? Wie ist der gedeckt? Zu 61%. Das heißt, wir können hier eigentlich problemlos nochmal einen zweiten Zug installieren. Wo bist du? Hier im Tunnel. Der ist natürlich auch bedenklich langsam. Vielleicht, dass wir den nochmal austauschen. Es ist doch eine gewisse Strecke. Wir schicken den mal ins Depot. Hier haben wir das Depot und dann kaufen wir hier eine leistungsstärkere Lokomotive. Jetzt macht er 100, aber die Gleise, ja, ja, das sind die schnellen Gleise, da können wir eigentlich mehr machen. Dann haben wir nochmal einen neuen Zug und dann machen wir aber gleich mal zwei. Gebaut ist es ja so, dass wir auch zwei fahren können. Ja, jetzt kommt er zwar auf 120, aber ich glaube, der hat, kann es sein, dass der nicht so einen Pfupf drauf hat, also sprich, irgendwie nicht so wirklich schnell vorwärts kommt. Kommst du? Ich würde gern den Zug mal noch sehen. Hallo. 120. Ja, ist all das. Vielmehr lassen die Wagen nicht zu. Von daher, ja, aber wenn der natürlich irgendwie, oder wirkt das nur so langsam? Oh, das Bootprojekt. Guck mal. Das ist ja auch sehr schön. Das ist eine Mod. Das ist ja die RE44. Ach, die möchte ich aber nicht austauschen. Aber er wirkt so langsam, so behäbig. Wisst ihr was? Wir lassen das gute Stück sozusagen leben. Aber wir schicken es jetzt doch ins Depot. Ach, du kannst nicht ins Depot. Ich muss mal eine Pause haben. Halt! Haben wir keine Weiche hier? Haben wir keine Weiche? Kriege ich hier noch eine Weiche hin, die der Zug dann noch erwischt? Ja. Das müsste eigentlich klappen. Okay. Depot. So, dann kann ich ihn nämlich einfach klonen und dann kriegt er aber auch noch ein, zwei Wagen mehr dazu. Okay, dann gehen wir doch glatt mal hier rein. Züge kaufen. Wagen. Jetzt hätte ich aber gerne die gleichen. Da müssen wir genau gucken, welche Wagen das waren. Das sehe ich, wenn ich die Linie aufrufe. Ah, okay. Da müssen wir den Zug aber noch auf der Linie haben. Das haben wir nicht mehr. Aber hier sehe ich sie auch.
Verbandswagen ohne Bremserhaus. Das wäre der hier. Okay, machen wir mal zwei Wagen mehr. Lebensmittel. Bei 8. Moment, wir machen 1, 2, 3 dazu. Jetzt wird der geklont. Ein bisschen weiter runter. Okay, und dann Linie zuweisen. Lebensmittel. Homburg. Wolfsburg, das wäre hier. Gut, und dann gucken wir mal. Dann drehen wir den einen am besten schon wieder. Dann verteilen sich die ein bisschen. Und vor allem, ja, die sind jetzt natürlich beide leer. Eigentlich könnten wir beide hier in den Bahnhof reinschicken. Kommt der eigentlich? Wenn er hier lang fährt, hat es hier vorne eine Weiche. Doch, da kommt er rüber. Okay. Aber seht ihr, das ist das, was ich meine. Der ist urlangsam halt. 20 km/h. Okay, er ist noch im Depot drin, deswegen. Jetzt nimmt er ein bisschen Tempo auf. Okay. Ja, gut. Das lassen wir. Jetzt haben wir hier zwei Züge. Ich hoffe mal, wir werden der Sache da hinten her. Sonst kommt noch ein dritter Zug rauf. Bei der Menge, die wir da hinten haben, könnte man das eigentlich fast schon machen. So, wir drehen dich mal. Okay, dann kannst du in den Bahnhof und den anderen, den möchte ich eigentlich auch drehen. Das Problem ist einfach, sie sind für meinen Geschmack dann zu nah beisammen. Auf der anderen Seite den jetzt leer fahren lassen. Wenn wir hier schon dermaßen viele Lebensmittel haben. Fast 600. Heiliges bisschen. Ja, wir lassen den fahren. Haben wir hier ein Signal? Wir haben eins. Okay, das werden wir aber im Auge behalten. Ich würde fast behaupten, dass wir hier noch einen dritten Zug brauchen können. Und zwar relativ bald schon. Ist halt eben doch eine gewisse Strecke. Gut, ab nach Hamburg in die Hansestadt. Die ist hier unten. Ja, cool. Da kommt gleich so irgendwie so ein gewisses Großstadtfeeling auf. Nett. Mit Schiff und Co. Da hinten die Brücke. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier. Also das müsste hier halbwegs passen. Südwestroute, okay. Solange das hier nicht irgendwie im Bereich von 200, 300 Personen ist, die warten, würde ich sagen, passt das schon. Sehr schön hier. Dampflokomotive immer noch in Betrieb. Sehr nett. Ja, wir gucken mal. Nehmen wir mal das Linienfenster und dann sehen wir hier schon mal einen Fehler. Einen kleinen. Denn warum sollen sich die hier die Linie, also das Gleis teilen? Das muss ja nicht sein. Warum machen sie das? Wir gucken mal. Wir geben den. Das müssten die beiden sein, oder? Nee, die hier. Nee, doch nicht. Arg, Moment. War doch das helle Gelb. So, das hier. Nee, war es eben doch nicht. Sag mal, Linie, dann war es eben die hier. Nee, ist auch nicht. Hä? Moment, warum ist die jetzt weg? Nanu, was das denn komisch ist? Ich habe doch hier nur sichtbar. So, klick. Zack. Hä? Dann geht sie weg. Also entweder steht gerade jemand irgendwie bei mir auf dem Schlauch oder... Da gibt's ja wohl nicht. Hallo? Nochmal. Linie? Hamburg-Zellert, Südwestroute. Okay, wenn wir hier zumachen. Ich die aufrufe. Und jetzt hier schließe. Jetzt ist sie da. Ach so, wahrscheinlich war die rote einfach darüber. Okay, ist ja eigentlich auch Schnuppe. Wir werden die jetzt hier einfach entsprechend aufs andere Gleis schicken. Da war ich jetzt für einen Moment doch irgendwie ein bisschen perplex, muss ich zugeben. Also, vor Hamburg. Das wäre hier. Wollen wir gerne dieses Gleis nutzen. Dankeschön. Und somit hätten wir jetzt hier das Ganze wieder vernünftig. Hier haben wir noch eine Linie und hier haben wir noch eine Linie. Ansonsten haben wir nichts. Wenn wir jetzt, wir sagen mal, wir gehen noch mal ein bisschen hier in die Richtung. Wo würden wir dann hingehen? Zum Beispiel mit einer Direktverbindung nach Ibach. Das haben wir. Das geht einfach hier außen rum. Nee, Blödsinn. Doch, geht außen rum. Stimmt das, was ich erzähle? Doch, doch. Ich dachte gerade wegen den Gütern. Aber doch, doch, das stimmt schon. Dann haben wir eine, die geht da nach Eggersburg und weiter rauf. Was hätten wir denn hier noch? Wir haben zum Beispiel keine Direktverbindung nach Brilo. Brauchen wir das? Ja, kann nicht schaden, würde ich mal sagen. Oder wir erschließen neues Städtchen. Da hinten. Berglon. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Haben wir hier oben noch ein unerschlossenes Städtchen? Nein, da ist eigentlich Berglon. Hier hinten haben wir noch eins. Das ist aber auf der anderen Seite vom Fluss.
Oh, das ist aber eh ein cooles Städtchen. Guck mal hier, genau im Dreieck der Flüsse. Im Delta-Dreieck. Cool. Da könnten wir das andere Gleis hier nehmen. Das hier, das wäre dann am weitesten oben. Nehmen wir mal. So, schnapp. Und dann ist halt die Frage, wollen wir hier vielleicht sogar bestehendes Gleis nutzen? Das Problem wird einfach sein, dass das hier mit der Zeit dann dermaßen stark befahren ist, dass wir hier einen riesen Stau kriegen. Aber dann können wir ja immer noch außenrum. Ich frage mich gerade, wie machen wir das am besten? Oder vielleicht wäre es fast noch cooler, wir würden hier oben durchgehen. Hier lang. Dann hätten wir hier nochmal ein Gleis, das durch die Stadt durchgeht, wenn die Stadt hier noch hin wächst. Kommen wir da überhaupt rüber? Wir schauen mal. Also eigentlich wäre es das Gleis hier. Und das. Okay, machen wir mal. Wir legen das mal an. So, hier ebenfalls. Moment. Okay, mitnehmen. Jetzt mal gucken. Da müssten wir fast... Ja, wie machen wir das? Indem wir unten durchgehen. Das wäre doch mal eine Idee, dass wir hier noch eine Unterführung haben, statt einer Brücke. Die Frage ist nur, ob wir den Platz haben und ob wir dann rechtzeitig wieder rauskommen. Wir können natürlich auch eine Kreuzung machen, aber das habe ich ja mal erklärt. Ich bin aber nicht so der Riesenfreund von solchen Kreuzungen. Ich muss auch gestehen, ich kenne die aus der Realität nicht. Also deswegen gefallen mir die vielleicht nicht so. Funktionieren wird es wohl. Steigen zu groß, so viel zum Thema. Doch, geht. Gut, es würde gehen. Aber ich weiß auch nicht, ich kenne das so nicht. Das ist doch irgendwie, das ist aber irgendwie merkwürdig. Ich kann mir nicht helfen. Wenn, dann gehen wir damit oben drüber oder unten durch. Aber eben. Naja, wenn wir geradeaus gehen. Moment. Wir kommen nicht vernünftig runter. Ich könnte mal gucken. Nee, das bringt gar nichts mit M und N. Oder in kleineren Schritten bauen. Das ist natürlich auch immer eine Variante. Wenn wir nicht weiter runterkommen. Denn eine Brücke, das wird auch eher schwierig. Wobei, auch das können wir natürlich mal testen. Kostet ja nichts. Wenn wir hier so rübergehen. Das würde wohl funktionieren. Mit einer Kreuzung. Das wollte ich ja eigentlich eben genau nicht. Kommen wir hier allen Ernstes nicht früher irgendwie rüber? Dass wir hier eine Brücke hätten. Das reicht irgendwie nicht wirklich. Das Spiel möchte da unbedingt eine Kreuzung haben. Ist ein Elend. Das ist ja auch eine interessante Konstruktion. Brücke, Brücke, Kreuzung. Nö, wollen wir nicht. Eine dritte Möglichkeit wäre natürlich, wir gehen hier ins Gleis rein. Und hier eine Weiche. Und dann hier wieder raus. Wobei, hier kommen wir nicht mehr raus. Ohne, dass wir hier die halbe Stadt abreißen. Wie machen wir denn das am besten? Hier müsste man doch eigentlich in den Tunnel reinkommen. Wenn wir dich mal hier runternehmen. Moment. Ganz nach unten. So, und dann hier unten durch. Geht auch nicht. Okay, irgendwie. Nein, es möchte nicht so, wie ich möchte heute. Was wir auch noch könnten, wäre hier unten durch. Warum nicht? Und dann einen großen Bogen machen. Ist ein bisschen ein Umweg. Die Frage ist, müssen wir unbedingt diese Gleise nehmen? Eigentlich nein, aber es wäre am naheliegendsten. Wenn wir das dann so machen, das würde schon klappen, dass wir hier unten durchgehen. Moment. Und sonst müssen wir es, ja, so halt. Beziehungsweise, das müssen wir dann in verschiedenen Schritten machen. Dann hier eine Kurve, hier rauf. Gefällt mir ehrlich gesagt einfach weniger gut, wie wenn hier nochmal ein Gleis ist. Und die Weiche, die Weiche kriegen wir nicht hin. Ja, jetzt haben wir jetzt schon so Überlegungen. Oh Moment, aber das hat ja dann wieder was, wenn das irgendwie hier so angelegt ist. Was meint ihr? Wie sieht das hier aus? Das ist dann ein bisschen erhöht, das Ganze. Irgendwie finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Das hat dann mehr, ja, keine Ahnung, ein bisschen mehr von einer Weiche, als es von einer Kreuzung hat. Sollen wir das mal so bauen? Ist doch noch interessant, so hatten wir das noch nie. Ich baue das mal ganz frech. Okay, zweites Gleis geht auch. Jawohl, was sonst? Wir sind ja bei
Transportfieber, da funktioniert das problemlos. Okay, mitnehmen, anschließen. Weiche machen. Machen wir mal hier. Zack. Und nicht zack. Ich habe es aber auch nicht schön erwischt. Moment. Und zack. So, jetzt aber. Gut. Und hier vorne vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass wir rüberkommen. Da haben wir schon eine Weiche. Das wird eher schwierig. Ach, das geht doch. Okay. Und hier vielleicht auch noch. Einfach, weil es Bahnhofsgebiet ist. So, dann kommt man nämlich in alle Dinger rein. Jetzt muss ich aber noch mal gucken, ob nicht das Spiel jetzt die Linien wieder gewechselt hat. Nein, das ist immer noch okay. Gut. Ja, dann bauen wir mal weiter. Finde ich interessant hier, diese Konstruktion. So ganz angefreundet habe ich mich noch nicht damit. Aber irgendwie, eben, es ist halt anders. Und anders ist eigentlich eh immer nett. Das auch, da ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung ist dann jeweils. Und jetzt hier möglichst nah am Haus vorbei. Ja, und in die Richtung. Mal gucken, wenn wir hier rüber gehen. Das muss ja nicht allzu schnell sein. Das soll cool aussehen. Gefällt mir nicht. Müssen wir ein bisschen anders machen. Nämlich mal so und dann hier rüber. Und dann hier auf Höhe von den Gebäuden würde ich gerne kommen. So sind wir zu weit weg. Dann gibt es hier halt ein bisschen eine Kurve und ein Tütüt. Aha. Luftkissenboot. Die BR-103. Wow. Oh, auch schön. Doppeltraktion von der Duewag. Und neue Güterwagen. Okay, vielleicht sind die schneller. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, was die transportieren. Das werden wir aber dann natürlich rausfinden. So, machen wir das mal so. Ein bisschen gebogen. Und gehen hier wieder rüber. Möglichst nah am Haus. Und dann würde ich sagen, werden wir hier dann aber mal gerade langsam. Ja, und da vorne müssen wir natürlich wieder gucken, wie wir rüberkommen. Das wird dann eine Brücke geben, würde ich mal behaupten. Wie sieht die Ausrichtung aus? Passt. Die Frage ist dann natürlich auch, wo wollen wir hier lang? Und wo kommt der Bahnhof hin? Das werden wir schauen. Wir nehmen jetzt erstmal das zweite Gleis noch mit, würde ich vorschlagen. Wo war's? Falsch. Hier unten war's. Gut. Wobei eine Brücke. Ja, doch eine Brücke. Aber erst müssen wir übers Gleis rüber. Deswegen baue ich das ein bisschen kürzer, damit wir noch ein bisschen Weg haben. Und jetzt hier noch gucken wegen dem zweiten Gleis, ob wir das problemlos mitnehmen können. Bis hierhin geht's schon mal. So, das wird sicher cool aussehen, wenn hier später alles zugebaut ist. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne einfach das Beispiel aus Lechten aus Staffel 1. Was da dann plötzlich entstand um diese Gleise rum, die wir gelegt haben, das ist schon einfach völlig cool. Diese hohen Häuser und Co. Gut, also hier lang und dann mal ein bisschen in die Höhe. Bis meinetwegen hier hin und dann zur Brücke werden. Klappt das? Irgendwie nein. Okay, wir gehen noch ein bisschen nach vorn. So, hatte ich jetzt irgendwie... Jetzt habe ich nicht auf die 300 geachtet. Moment, nee, das ist ja... Was ist das denn für eine Kurve? Halt, das machen wir nochmal. So, ich muss auf die 300 achten, damit ich weiß, dass ich gerade bin. Das ist jeweils die Idee. So, und jetzt testen wir es nochmal. Irgendwie sind wir zu wenig hoch. Kann das sein? Viel weiter kommen wir nicht in die Höhe. Wenn wir ein bisschen mehr in die Richtung gehen... Dann verlieren wir Tempo. Aber wir haben, das ist doch hier eigentlich relativ eben das Ganze. Höhenlinien. Naja, wir sind hier im Flachland. Da müsste man doch vernünftig auf eine Brücke kommen. Eigentlich. So. Maximale Steigung. Das ist alles ein bisschen schwach. Von der anderen Seite her? Nee, wir machen es von hier her. Ist einfacher. Geht ewig, bis man hier auf eine Brücke kommt. Ich baue es mal. Jetzt funktioniert es aber. Okay, jetzt ist es zugebogen. Noch ein bisschen runter. Ist eigentlich soweit okay. Aber wir könnten das auch so machen. Dann machen wir das mit der schnellen Brücke, damit wir hier auch einen halbwegs schnellen Zug haben können. Nein. Ja, wir wollen ja noch mit dem Schiff unten durch. Ist eigentlich relativ cool. Ist gerade, passt. Nehmen wir.
gekauft und ab nach da hinten. Und da müssen wir dann halt gucken. Das bauen wir noch nicht. Doch, wir bauen es wegen dem zweiten Teil. Zumindest ein bisschen gerade noch hier, wegen der Brücke meine ich. Was wäre cooler? Hier rüber und dann da nochmal rüber? Oder erst hier vorne irgendwie mit einer Kurve rüber? Da haben sie noch eine Brücke. Das werden wir uns ansehen. Zweites Gleis. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal nach da hinten und gucken, wo wir da am besten den Bahnhof hinbekommen. Jetzt müssen wir hier aber nochmal einmal mit Kollege Wischmopp dahinter. Zack, zack, dass wir hier das wieder weg haben, was wir zuerst gebaut haben. Das möchte nicht wirklich schön aussehen. Deswegen darf es auch nicht bleiben. Gut, Schiene haben wir hier. Also, Berglerin, wo hättet ihr gerne den Bahnhof? Ja, das wäre doch schon mal ein schöner Platz. Das wäre auch ein schöner Platz. Und ja, hier können wir definitiv einen Kopfbahnhof machen. Eigentlich ohne Probleme. Wir müssen da höchstens noch nach da hinten. Aber das ist jetzt genau eine Stadt, wo ein Kopfbahnhof nicht mal so massiv viel Sinn macht. Wir könnten den Bahnhof zum Beispiel hier hinstellen. Dann kann man hier rein und hier wieder raus. Die Frage ist nur, was das bringen soll. Wobei, da haben wir schon die eine oder andere Stadt noch. Der Bahnhof ist dann halt nicht mittendrin. Wir schauen mal. Was nehmen wir hier? Ja, dieser Kopfbahnhof wäre halt schon auch nochmal cool. Wir machen mal 8 Gleise. Die Länge. Oder nochmal den Curved hier unten. Das Problem ist, wir müssen halt auch aufpassen, dass wir dann nicht nur gebogene Bahnhöfe haben. Die sollten wir dann machen, wenn sie Sinn machen. Da würde hier aber irgendwie schon Sinn machen. Hier ist das Ganze eigentlich gebogen. Lass uns das mal testen. Ich mache mal kurz Pause. Bagger. Sträßchen weg. Curved, curved, curved. Momento. Curvature. Aber länger müsste er sein. Also 8 Gleise haben wir gesagt. Dann machen wir mal 280 Meter. Das hätte doch eigentlich durchaus was. Er dürfte fast noch ein bisschen mehr gekrümmt sein, aber das kriegen wir nicht hin. Dass er hier irgendwie parallel ist. Moment, wir machen ihn mal noch ein bisschen länger. Sehe ich hier nichts. Moment. So, jetzt ist er noch ein bisschen länger. Gefällt mir eigentlich fast noch besser. Das hat doch was, das hat was. Jetzt kommt man aber da hinten natürlich wieder nicht mehr raus. Jetzt haben wir irgendwie einen unfreiwilligen Kopfbahnhof. Wenn wir es so machen. Wenn wir ihn hier oben hin machen, da hätten wir keinen unfreiwilligen Kopfbahnhof. Da haben wir einfach die Stadt noch nicht um uns rum. Da müssten wir die Stadt erstmal noch ein bisschen bauen lassen. Oder so. Das hat eigentlich auch was. Das sieht ganz nett aus. Das mache ich mal. 1 Million, okay. So, gleich mal halt Straße. Das ist halt auch eher wieder ungewöhnlich, würde ich mal behaupten, dass er so schief ist. Aber wenn wir jetzt hier, genau, die Straße mitnehmen. Und wieso? Dann sieht das hier schon mal wieder okay aus. Und dann gibt das hier nochmal eine Straße runter. Und hier rüber. Möglichst nah daran. Dann können wir hier was mit den Bussen machen. Die Stadt kann hier noch was machen. Okay, kommen wir hier vielleicht auch noch mit einer Straße lang. Moment, hier zwischendurch müsste doch eigentlich fast möglich sein. Ah, ich kriege die Kurve nicht hin. Moment, wenn wir es so machen. Vielleicht mit der kleineren Straße. Das gefällt mir nicht. Also wird es gehen. Zumindest bis hier hin. Wisst ihr was, ich teste es mal. Das ist also nur ein Test. Doch, das ist eigentlich nett. Dann hier rein. Okay, da hatte ich gerade mal wieder ein Flackern vom wahrscheinlich Grafikkartentreiber. Ja, machen wir. Gut, hat doch was. Ist anders. Das ist immer gut. Also, Gleis. Ja, wenn wir von hier kommen, dann würde ich eigentlich schon am ehesten hier rein oder hier rein. Aber wir müssen hier sowieso bauen. Wir kennen das Spiel. Das baut uns sonst hier wieder mit seinen Häusern zu. So, wir lassen aber wieder laufen, apropos bauen. Ist das okay so? Vielleicht noch ein bisschen. Oder wo könnten wir noch lang? Wir könnten hier hinten raus und dann darüber. Ich würde aber hier vorne eigentlich eher rein. Wir machen es mal so. Gut, gekauft.
Wäre schön mit einer Kurve hier lang. Warum nicht in den Tunnel rein? Finde ich jetzt nicht mal so verkehrt. Machen wir hier das Schöne. Das ist ja ein Stadtbereich hier. Dann können wir hier nämlich mit den Häusern dann auf dem Tunnel drauf bauen. Also nicht wir, sondern die Stadt kann das. Wenn sie es dann macht. Sonst helfen wir ihr. Dann bauen wir da was anderes rauf. Halt. Schnapp und mitnehmen. Ja, jetzt können wir eigentlich von hier aus weiterbauen, wenn man es genau nimmt. Und da müssen wir dann wieder ein bisschen in die Höhe. 300 haben wir. Wenn wir mit einer Kurve hier rüber. Würde mir schon mal relativ gut gefallen. Müsste noch ein bisschen... Ja, nee, das passt mit den Schiffen. Die kommen hier lang. Hier unten ist dann eh nicht mehr viel. Da müsste sowieso die Brücke weg. Aber... Ja gut, mit Frachtschiffen könnten wir hier natürlich noch hin. Das könnten wir nicht nur, das machen wir auch. Guck mal, was wir hier noch an Industrie haben. Das heißt, hier werden dann einige Frachtschiffe noch verkehren. Und die werden wahrscheinlich dann sowieso nach Hamburg noch fahren müssen. Das heißt, die Brücke kommt weg und die bauen wir jetzt schon mal so, dass man hier auch unten durchkommt. Okay, das würde reichen, um unten durchzukommen. Jetzt ist einfach das Problem, dass wir eine falsche Ausrichtung haben. Wenn, dann wollen wir ja eher nach da. Wo ist unser Gleis? Da vorne. Und vielleicht sogar ein bisschen noch dem See, also dem Fluss entlang. Nicht dem See, sondern dem Fluss. Dann ist vorbei. Ja, Moment. So geht's. Das müsste eigentlich gehen. Hier dieser gelbe Bereich ist wegen dem Pfeiler. Das kann man so machen. Okay, machen wir so. Und dann gehen wir hier dann runter. Jetzt muss ich schnell gucken wegen dem Gleis. Wir sind... Das rechte Gleis, das ist natürlich eher schlecht. Dann nehmen wir das ja auch noch mit. Ich muss ja, wenn ich an den Fluss ran möchte, muss ich schon das innere Gleis haben. Klappt das noch, dass hier ein Schiff unten durchkommt? Das wäre sonst ein bisschen ärgerlich. Aber das müsste. Ja, doch. Das müsste schon klappen. Sonst müssen wir halt beim besten Willen, wenn wir das mit den Schiffen machen, müssen wir... die Brücke hier nochmal neu bauen, wenn die hier nicht richtig durchkommen, aber hier werden sie durchkommen, hier halt nicht. Das heißt, es kann je nachdem ein bisschen zu Stau kommen, aber das ist ja dann auch nicht so schlimm, sind ja Schiffe, wenn die dann mal ein bisschen im Stau stehen. So, jetzt wollen wir hier aber natürlich möglichst, kommen wir da nicht eher runter? Aber möglichst weit runter, ich möchte ja nicht eine Brücke hier entlang. Und aufgeschüttet? Geht nicht. Da ist Kollege Fluss im Weg. Nee, geht nicht. Da müssen wir ein bisschen weiter weg. Dass wir hier nicht steiler runterkommen, ist irgendwie komisch. Haben wir hier tatsächlich so eine starke... Nee, eigentlich nicht. Ich dachte vielleicht, ja, eben. Aber das, ja, ich weiß, ich spreche in Rätseln. Ich denke gerade irgendwie über sieben Ecken. Das ist nie ideal, vor allem nicht, wenn man es dann erklären sollte. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll hier. Wir bauen es mal eben. Sonst müssen wir halt wirklich dann mit der Brücke nochmal was ändern. So, jetzt hier auf der Brücke Richtung Hamburg. Nein, hier ist dann Feierabend. Gut, da bin ich beruhigt. Dann kommen wir doch noch auf die Erde zurück. Jetzt haben wir hier halt die 200 km/h Brücke. Das ist aber auch okay. Der Zug wird sowieso nicht viel schneller sein. So. Moment, jetzt wollte ich ja aber eben. Jetzt weiß ich wieder, warum, was ich eben auch noch gedacht habe. Genau, dass ich das Gleis hier eigentlich mitnehmen sollte. Aber Schwein gehabt, wir kommen nicht ganz ran. Das heißt, es passt. Jetzt gehen wir aber mit dem weiter. So, gucken da vorne. Ja, doch, die Ausrichtung passt. Da können wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr so. Und gehen dann hier eine Kurve rein, die uns massiv bremst. Und das gefällt mir natürlich nicht. Also nehmen wir das wieder weg. Da wollte ich zu nah an den Fluss ran. So wäre es okay. Gut, anderes Gleis. Schnapp. Und dann können wir das je nachdem hier eigentlich schon mal anschließen. Wir gucken, was das Spiel macht. Ist eigentlich überall noch okay. Es geht halt einfach vom Fluss weg und gibt hier so ein bisschen ein Tal. Ist eigentlich okay. Machen wir. So, dieses Gleis. Jetzt habe ich es aber falsch angeschlossen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Nein, Schwein gehabt. Gut, man kann ja auch mal Schwein haben bei sowas. Sonst bin ich meistens auf der falschen Seite. Passt. Dann lasst uns schnell gucken.
hier haben wir eine Weiche, genau, die haben wir gemacht. Wie sieht es hier hinten aus? Im Bergleren, da haben wir noch keine. Da gibt es noch eine. Ich würde sagen, sehr schön hier dazwischen. So, mal gucken, ob das hier funktioniert. Steigung zu groß, aber davon lassen wir uns nicht abschrecken. Wir gucken nochmal. Geht tatsächlich nicht. Schade. Gut, dann gibt es hier auch eine Weiche. Nach der Straße. Oldschool-mäßig. Gut, wunderbar. Ich würde sagen, cool. Herzlich willkommen, Berglerin, hier auf unserer Anlage mit einem wunderbaren gebogenen Bahnhof. Da wird es hier noch eine gebogene Straße dazugeben, wo dann die Busse noch entlang fahren. Ja, das passt. Jetzt, Signale fehlen noch und die Züge fehlen noch. Die gibt es dann in der nächsten Folge. Wir sagen mal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, hoffentlich bis morgen. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.